Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Forza Horizon 4. Aber diesmal sind wir nicht allein, wir haben die erste Multiplayer-Folge. Wir sind heute mal zu fünf, die kam nämlich nur ganz spontan. Und ja, nicht alle davon haben Mikro, aber wir haben den Kratzer. Moin. Und den Jonas dabei. Hallo. Mit dem Mikro und zusätzlich haben wir auch noch den, wer hat jetzt keinen Mikro? Jetzt komme ich schon nicht mehr zurecht mit den Namen. Myra Bearded. Und Timo und Daycarton. Zeton, also Anton. Anton war das, glaube ich. Anton. Sorry, wenn ich mit dem anfange. Also wir sind zu fünft, da haben wir eine schicke ZL1, sehe ich schon. Uiuiui. Ref mal die ZL1, gib mal ein bisschen Gas. Oh ja. Und ja, wir werden heute einfach ein paar Rennen machen. Wenn ihr in Zukunft auch bei Multiplayer-Folgen dabei sein wollt, ich mache nämlich in den nächsten Tagen mehrere davon, unbedingt dem Discord beitreten. Da kündige ich das immer an. Link ist unten in der Beschreibung. Da einfach aufklicken. Ist gratis, geht ganz schnell. Nicht wahr? Geht super schnell, ne? Ja. Und dann machen wir das und dann machen wir alles mögliche. Dann können wir auch Events machen. Heute machen wir nur ein paar Rennchen und so weiter und so fort. Und ja, ich habe jetzt das erste Dings gemacht. Jetzt, okay. Also Leute, das machen wir an der kleinen Gruppe. Wir sind jetzt mal ein Statusbeispiel, okay? Wie das bitte in Zukunft auch gehen soll. Also ich fahre jetzt voraus und dann gehen wir links von rechts in einer Reihe ganz vernünftig fahren wir zu unserem Ziel. Das habt ihr jetzt nicht auf der Karte, aber es ist nicht weit, ihr folgt mir einfach, okay? Okay. Also ich fahre raus und dann kommt Yogi und dann geht's weiter nach rechts. So. Genau, schön in einer Reihe. Wir halten uns an die Verkehrsregeln, mehr oder weniger momentan. Du fährst auf der falschen Seite übrigens. Oh, danke. Sagte er und fährt auf der falschen Seite. Genau. Und wenn wir dann besonders, wenn wir dann so Car-Meets machen, ist es wichtig, dass wir halt eben schön Disziplin dabei haben und keiner irgendwie 5000 Autos wegrammt. Also das hier ist ein 1A-Beispiel. Ich danke euch dafür. Judy. Wir bleiben noch in Formation, aber ich gebe mal ein bisschen Gas. Jetzt biegen wir links ab. Aufpassen. Schöp. Du magst die Kurve auch, so wie ich, ne? Die Kurve ist halt voll geil, so zu fahren, sag ich mal. Scheiß auf den Mini. So, auf dem Mini scheiß ich mal. Und wir machen hier aber mal das erste Rennen. Oh, war mein Fehler, alles gut. So, und jetzt. Koop ist mit Driver-Tab, PvP ist ohne. Was meint ihr, was sollen wir machen? Mit oder ohne? Ich würde sagen PvP, weil dann kommen so, weil die Driver-Tare, also die. Und dann soll ich mit Kollision anmachen? Würde ich sagen, ja. Oh Gott. Okay, nur meinen Konvoi will ich da drin haben. Okay, ich mach mal eine Blueprint. Alles darf gefahren werden. Oh, ja gut, dann hast du jetzt verkackt. Aber, ich habe ja Klasse noch. Warte, Klasse, welche Klasse machen wir denn? Was ist mein Mustang? Ist eine A-Klasse? Ja, ja, aber A habe ich, glaube ich, gar nichts, glaube ich, oder? Sollen wir mal gucken. Was auf A? Bestimmt hast du irgendwas auf A. Du hast ja nicht jeden Wagen hochgetunt, oder? Eine Karre, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Oh, ich habe mein Ferrari. Geil, mein Ferrari ist auf A, perfekt. Ja, mein Mustang. Wie viel hat dein Ferrari Wertung? Genau 800. Okay, ich habe 784. Der wird mich trotzdem wundern. Und ihr werdet mich sowieso alle getrunken und um Boden fahren. Weitere Settings. Ich würde gerne Sommer haben. Oh, oder ich fahre mit meinem Mini Cooper. Mini Cooper ist noch lustiger. Der geht ab, Alter. Ich sag's euch, der hat eine Beschleunigung besonders gleich. Ich glaube, ich fahre ja mit dem. Okay, dann ich nehme meinen Mustang. Jetzt funktioniert jetzt alles bei euch, ne? Ihr werdet jetzt. Ihr kriegt genau, alle jetzt, die Dinge. Ja. 4 von 5. Perfekt, alles geklappt. Okay. Ich fahr mit dem Ferrari erstmal. Mit dem Cooper kann ich ja nachher nochmal fahren. Mal sehen, ich kann nicht auf mich selbst wetten, dass ich letzter werde. Mal schauen. Also ich hab einen getunten Wiper. Okay, ich denke, ich muss meinen Ferrari unbedingt nochmal höher legen. Oder tief gelegt ist von mir, weil ich den, naja. Hast du ihn richtig geslammt oder wie? Ja. Du wirst auch sehen, was ich meine. Also bei anderen Karren siehst du das nicht so krass, aber bei dem siehst du das unnormal stark. So, okay, mal sehen, das dauert ja ein bisschen, das zu starten. Es ist auch mein erstes Mal hier Forza Multiplayer, gebe ich zu. Also ich bin hier gerade so richtig mittendrin statt nur dabei. und ja, das ist einfach nur so eine kleine Testfolge sozusagen, das ist alles sehr spontan gewesen. Ah, perfekt. Warum gehen eigentlich manchmal die Türen und alles auf, wenn man dieser Ladescreen ist? Das geht immer. Normal, so. Ja, immer. Okay, gegen was? Ich habe einen Ferrari, eine ACR, haben wir da drüben, haben wir eine Corvette, wenn ich es richtig gesehen habe. Corvette, und ein Cayman, okay. Oh, ich finde diese Tänze so lustig.
Oh Mann. Hauptsache, ihr habt alle genau 800. Außer. Du, ich glaub nicht. Cayman. Ich hab einen schönen alten Ferrari sogar. Worauf wartet das jetzt? Das stellt nur einmal, sag ich mal, die Karren vor und die Strecke so mehr oder weniger. Also, das geht gleich weg. Genau, das geht gleich weg. Okay. Aber ich bin sogar der High-Rankigste hier. High-Rankigste. Wo steht eigentlich der Stern? Neben dem Namen? Weiß ich nicht. Okay, auf geht's. Okay, wow. Oh, geil, wow. Ich bin schon was Dinge. Okay, ich habe hier wenigstens ein Duell gegen den Porsche. Ist er denn, ich ramme mich in die Wand. Oh, wow. Sorry. Oh, wow. Tut mir leid. Ich bin, also Corvette oder ACR. Einer von euch soll gewinnen. Bitte kein Ferrari hier. Amerika muss das gewinnen. Ach doch, so ein Pro-Driver wie ich gewinnt das natürlich. Das Problem ist halt, das sind halt neuere, also was heißt neuere Karren? Ich hab einen Checkpoint verpasst? Warte, ich kann rewinden? Oh fuck! Ja, kannst du, aber dann, das ist halt kein Wow, ich hab immer noch, ich bin immer noch neben dem Checkpoint. Ja, ich weiß, es buggt halt im Multiplayer ein bisschen. Jetzt hab ich ihn. Okay, ich bin nur 15 Sekunden hinter euch, alles gut. Ich hab den Checkpoint einfach eben gar nicht gesehen. Hab gar nicht drauf geachtet. Das funktioniert wunderbar. Oh fuck! Also ich muss ja sagen, die ACR und so, die die Corvette und die Viper ist es, glaube ich, ne? Fahren jetzt nicht so sauber hier, ne? Also fahren nicht sauber. Geht gar nicht. Okay, aber ich muss auch sagen, die gewinnen das halt, weil die halt deutlich bessere Beschleunigung haben, weil ich halt deutlich. Ausreden! Ausreden! Komm, ich will jetzt hier richtig als Letzter beenden. Ich komm mal den Cayman da vorne ran. Oh, er hat einen Unfall gemacht! Ich drifte ihm hinterher. Ich bin hinter dir. Oh, wow. Sie überholmanöver. Hier durch. Oh, wow. Hoppala, hallo. Oh, sorry. Wir haben hier gerade nicht das beste Rennen da hinten. Oh, au. Du hättest eine höhere Klasse nehmen sollen. Ja, toll, damit er mir noch mehr abzieht. Ja, du hast da ja bestimmt auch Karren, oder nicht? Also ich tune out das nicht. Halt. Ach, ja gut. Ja, ich schaue das jetzt Bell nicht mehr, weil ich mir das Spiel selber geholt habe und dann, naja. Das darfst ja, du nicht weiß, sagen. Psch, 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 psch. Ah, du schaust jede Folge, jeden Tag, Punkt 14.30 Uhr. Genau. Immer einschalten. Punkt immer diese... 30, 14.30 Uhr. Immer diese. Ich hab's nur falsch gesagt, das war immer 14.30 Uhr. Ich wollte gerade sagen. Immer diese fehlende Professionalität hier, ist ja unglaublich. Naja, also ich hab mittlerweile schon so viele Folgen geschaut, ne, und deswegen, also ich konnte da gar nicht mehr daher so, ne. Ja, ja, verständlich. Ja, also Sünde meines Lebens. Okay, schaff ich's noch ans Ziel? Ich glaube ja, oder? Ja, so ist es noch schon. Kriegt man viel Geld für Online-Rennen? Genauso viel wie das ist ja gar keine Initiative hier, das zu machen dann. Gut, das ist selber abgebrochen, stopp. RIP. Okay. Also Amerika hat, glaube ich, gewonnen. Amerika hat gewonnen. 1, 2 und 3. 4. Ich kann gut zählen. Genau, ich bin letzter. 1, 2 und 4. Judy, okay, ich muss ein bisschen natürlich wieder die Musik rüberreden, das habe ich ja schon wieder vergessen. Aber die Musik will ich halt schon drin haben, ne? Ja, du kannst halt Forza irgendwie nicht ohne Musik. Sonst ist so leise in diesen Ladescreens, das ist man ja. Immer so. Oh geil, Level up. Okay, ja, dann machen wir mal noch zwei Rennen oder so. Und dann war es aber ja, mit der heutigen Folge schon. Also mit der ersten Folge. Vielleicht machen wir noch zwei hinterher. Und ich meine, ich denke, es macht Sinn, eine zweite hinterher zu machen, wo wir gerade mal alle zusammen sind. So. Ohne dann wieder die 2 Minuten, die das nur gedauert hat, das alles vorzubereiten und mal machen zu müssen. Irgendjemand irgendwelche Rennvorschläge? Ich kann leider jetzt nicht in den Discord gucken. Offroad, ja. Also ich wäre ja auch für Offroad. Jo. Man kann keine Autos mehr mieten, ne? Oder? Nur das heißt, vom Anführer. Ich könnte jetzt nicht irgendwie vom... Also, könnt ihr meinen Wagen theoretisch nehmen? Ja. Weiß ich nicht. Kann so, dass wir theoretisch alle mit dem gleichen Wagen fahren könnten? Theoretisch geht das, ja.
Ja. Das ist doch ganz nett, da könnten wir so ein richtig faires Rennen machen. Ha. Wo habt ihr denn Lust? Du musst aber noch kurz warten, weil das braucht immer bis, bis es wieder mit online sich verbunden hat. Klar. Ach, es bringt uns erst wieder auf einen Server zusammen, oder wie? Genau, das dauert immer kurz. Ich hatte mich am Anfang auch gewundert, aber dann wurde mir erst gesagt, dass es halt so ist. Ich dachte halt irgendwie, das hat doch noch nicht funktioniert, weil ich hatte das auch mit diesem Tiredo. Okay, ich weiß, was wir nehmen. Na dann. Okay, ja, das ist gut zu wissen, dass ich sozusagen das Fahrzeug vorgeben kann. Sollte gehen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber sollte, ja. Weißt du, wie das geht, Kratzer? Ja. Okay, wie? Was mal, Entschuldigung, ich hab gerade nicht zugehört. Ach so. dass ihr meinen Wagen fahren könnt. Ja, das geht. Dafür aber wie? Musst du einfach holen. Hallo? Also normalerweise, es müsste so gehen, dass du halt ausfüllen kannst in dieser Fahrzeugauswahl, sag ich mal. Okay. Müsste gehen halt Fahrzeug des Dingens und Kratzers rausgeflogen. Kratzers rausgeflogen. Okay. Ja, aus dem Discord gerade. Dann hol ich dir mal kurz rein. Ihr solltet auch normale Spieler joinen. Ist der im Spiel denn noch drin? Ja, im Spiel ist er noch drin. Ja. Ah, okay. Bei der Fahrzeugwahl wegen des Anführers. Okay. Da ist er wieder. Nee. Ja, ich doch. Ja, da ist er gerade rausgeflogen. Juli, kein Problem, das cutten wir raus. Ja. Wir sind ja hier mit sehr viel Professionalität und so unterwegs. Also ich mache jetzt hier einfach mal zwei Rennen noch einfach so. Und dann machen wir, oder ein Rennen schaffen wir glaube ich nur noch. Und dann machen wir in der nächsten Folge, dann können wir uns davor besprechen, was worauf ihr Lust habt, okay? Jo. In der Form hast du natürlich auch besprochen, was wir für Rennen fahren, ne? Klar. So, dann fast travel ich mal dahin. Dann mache ich das Rennen und dann. Ja. Sag dir eins, Janos. Mein Mini Cooper, das zieht dich ab. Das sag ich dir gleich, oh fuck. Mein Mini Cooper zieht dich aber sowas von ab. Der hat Allradantrieb und wiegt nur 500 Kilo oder so. So. Also okay. Beschleunigung von 0 auf 100, wie denn, weiß ich nicht was. Und ihr könnt jetzt meinen Wagen auswählen. Das ist ein, was ist das? 2.9er Corvette ZR1. Ich kann. Standard. Ja, Auto des Anführers auch rein. Kann ich. Genau. Okay, dann macht das bitte alle, damit wir alle genau, den gleichen Wagen haben. Kostenlos kann ich das nehmen, ja. Das okay, perfekt. Perfekt. Das klappte ja schon wie geschmiert. Ja, ist natürlich alles im Voraus vorbereitet worden, deswegen. Auch gar nicht random, weil gewisse Leute dann davor noch CSGO gespielt haben. Hey. Ihr wolltet gerade ein Meet ohne mich machen, da habe ich gesagt, Momentchen. Wer hat das gesagt? Egal. So. Also. Und alles rausgekattet. Halt, stopp. So, am Ende bleiben in der Folge noch 2 Minuten übrig, in denen alles gefallen klappt. Genau. Ich bin auch Erster geworden. Ich bearbeite die Tabelle am Ende. Ich bin jedes Rennen Erster. Oh Mensch. Du hast halt immer nur so die Zieleinfahrt reingeschnitten. Und dann genau. Halt die, und dann halt die Tabelle so. Okay. Ist Horizon ein Antrieb, ja? Ja, klar, ist eine Corvette. Da hat jemand. Was? Hat da lieber jemand Frontantrieb oder was? Nein, da hat schon jemand da hat schon jemand den falschen Wagen, das sehe ich jetzt schon. Rutschen. Der wird ein bisschen rutschen. Ja, egal. Da hat irgendwer den falschen Wagen, aha. Oder warte, vielleicht. Es kann sein, dass irgendwie vielleicht früher gedrückt hat und da war noch der andere Wagen, weil ich hatte davor den Mustang ausgewählt. Das ist jetzt blöd. Nein, Mirabild hat Ford Mustang. Aber der ist langsamer als wir. Haha! Ford Mustang. Dafür rutschen wir, glaube ich, mehr. Sogar mit GCG-Skin. Ja, der kommt, den zeige ich auch in der nächsten Folge noch. Okay. Oh, das wird so ein dreckiges Rennen, sage ich jetzt schon. Warum hast du den Winter eingestellt? Ey, was soll der Kack? Alles klar, hier wird schon weggerammt. Das ist ja fies. Geht aber gar nicht. Zeig, was du kannst, auf geht's. Ich hab gehört, du machst auch Werbung für unsere Instagram-Channel und so. Oder? Nein, das stand nirgendwo. Nicht in der Regel, ne?
Bade, dein Spaß. Ey, also du darfst mir gerne Geld bezahlen dafür. 10 Euro für eine Story. So, oh, die Linie, die hier gefahren wird von mir, ist schon wieder 1A. Man sieht natürlich das fahrerische Können, das sich hier herauskristallisiert in dieser Lobby. Das wird reingeschnitten haben. Ich wollte immer gesagt, ich habe eine Corvette zu fahren bei Winter oder im Winter ist ein bisschen komisch. Ja, gebe ich zu. Ich hatte nicht dran geändert, eine extra Blueprint zu machen. Aber bei mir klappt es bisher ganz gut, muss ich sagen. Ja, bisher. Aber jetzt zünde ich gleich mein Need for Speed Drift Turbo. Genau. Danach bin ich gleich dran. So. Ja, das ist mein Need for Speed Drift Turbo. Da driftest du gleichzeitig mit einem Fronttriebler 500 Meter. Und machst gleichzeitig ein Turbo aktiviert. Genau. Und natürlich bekommst du immer Lootboxen am Ende. Die musst du aber mit dem Schlüssel öffnen. Natürlich. Genau, den musst du auch noch freischalten. Du musst kaufen. Genau, kaufen. Echt Geld. Nee, mit einer Ingame-Währung, die teurer ist, beziehungsweise die sehr teuer ist, sag ich mal. Genau. Oder für ein Dingens 10 Euro. Für ein also, ihr wisst schon, dass ihr eigentlich mich überholen müsst, ne? Also, ihr müsst. So, dass da Sinn hinter einem Rennen. Oh nein, hier wird jetzt die Straße schlecht. Oh shit. Super. Hier liegt kaum Schnee, nein, alles gut. Wird auch rausgeschnitten, ne? Packst du Greenscreen drüber. Genau. Ja. Packst du dein Face mit Greenscreen drüber, ne? Ich fahr die Strecke nochmal nur im Sommer und schneid das zusammen. Editing Magic. So. Lustiger Fun Fact ist eigentlich, müsste nicht eigentlich, wenn du da schneidest, Facecam hast, weil diese Flaggen, sag ich mal, müssen die eigentlich irgendwie auf dem Greenscreen angezeigt werden, sag ich mal, könntest du da nicht eigentlich theoretisch dein Face reinschneiden. Weißt du, sorry, wo? Diese Flaggen hier, wo du durchfährst, diese Checkpoints, sind ja auch grün. Theoretisch kannst du doch daraus auch so ein Greenscreen-Ding machen, oder nicht? Theoretisch, ich kann aus allem was machen. Es muss nicht unbedingt grün sein. Nur grün ist halt eine Farbe, die sonst selten vorkommt in Innenräumen. Deswegen ist grün immer benutzt. Ich könnte auch das Lila nehmen, das Rosa von den Flaggen, von anderen Horizon-Flaggen oder so. Ich könnte auch das Weiß vom Schnee nehmen und gegen mich ersetzen. Überall so dein Face. Geil. Boah, gerade so das Gefühl, dass nur wir bei uns da halten. Und wie geht's dir, Kratzer? Genau. Ganz gut. Ganz gut, wie viel da bist du? Bist du Fünfter? Dritter. Er steht ja noch Dritter. Gerade eben war er Zweiter. Sorry. Au. Oh, Gott. Oh, fast ein Checkpoint verpasst. Ah, danke für diese Wand. Du hast fährst, Kratzer. Alle außer Mirabilded fahren mit der Corvette. Nein, ich meine jetzt, Tastatur, Lenkrad oder. Controller. Ah. Ihr fahrt alle mit Controller, oder? Ja. Also, ich will ja nichts sagen, aber die Tastatur hat gewonnen. Du bist ja auch ganz vorne gestartet. Nee, bist du gerade? Nee, ich war hinten. Ich war vorletzte. Ich bin ganz hinten gestartet. Noch mit 10 Sekunden Vorsprung, Halleluja. 11, bitte. 11,4. Aber total abgehoben. Juli. Aber das heißt, mit der heutigen Folge Forza sein. Morgen machen wir einfach nochmal in der Fünfergruppe die Dings. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall alles fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr damit dabei sein wollt, einfach unten auf den Discord gehen, da beitreten, da kündige ich das immer an. Ich bedanke mich dann bei euch fürs Zuschauen. Ob es gefallen hat, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, euer DCG. Und ihr könnt jetzt auch beide nochmal tschüss sagen. Juhu. Ciao. 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 Wir müssen noch ganz kurz warten, weil ich noch ein Level abkriege und dann bestimmt noch ein Weird Spin. Oh, krieg ich noch ein Weird Spin? Und mal sehen. Ich ja, tatsächlich. C31 bekommen. Hoffentlich Leopardenschuhe oder so. Mal sehen, was krieg ich. Ja, Mann. Rosa Trainingsschuhe. Ist doch auch was Schönes. Juli, jetzt. 14:30 Uhr. Genau. Jetzt aber wirklich zu Ende. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.